2008 steht vor der Tür und es wird das Jahr von Herbert von Karajan. Natürlich, schon jetzt erscheinen dicke Bücher. Unterschiedliche Autoren beschäftigen sich mit dem Phänomen und natürlich auch die Kollegen schreiben jetzt schon in den Feuilletons über den Giga-Dirigenten. Dort ist dann zu lesen, er sei der erste Popstar der Klassik gewesen, er habe das Musikgeschäft geprägt, er habe einen Klang geformt, der perfektionistisch ist und bis heute überdauert. Oder es wird gefragt, was ist eigentlich aus seinem Klangideal geworden? Grund genug, auf Spurensuche zu gehen und uns anzunähern. Wer war Herbert von Karajan? Mit Sicherheit ein Perfektionist, für den es das Allerwichtigste war, die richtigen Rahmenbedingungen zu haben. Ich habe ein Projekt, das mich von ganzem Herzen interessiert, fesselt und gefangen nimmt. Ich brauche allein ungefähr 6 Monate meiner Arbeitszeit, um das durchzuführen. Herbert von Karajan, der Perfektionist. Das Bild ist bekannt, ebenso wie einige der wunderschönen Bilder in einem Bildband des Henschel Verlags, der gerade erschienen ist. Auch hier wird Herbert Karajan in seiner eigenen Inszenierung gefeiert. Auf dem Podest der Dirigent, der mit geschlossenen Augen die Berliner oder Wiener Philharmoniker führt. Im Privatleben derjenige, der sich die Yacht kaufte, deren Mast höher ist als der Kirchturm in Saint-Tropez, derjenige, der auch heute noch als Fashion-Victim durchgehen könnte. Aber ist das der tatsächliche Herbert von Karajan? Das wollte ich vor kurzem bei einem Besuch bei seiner Frau Eliette von Karajan wissen. Und sie hat mir ein ganz anderes Bild ihres Mannes gezeichnet und sagt, naja, Herbert von Karajan würde sich auch heute noch dadurch auszeichnen, dass er den Lauf einer komplizierter werdenden Welt auf der einen Seite im Auge hatte. Er hat die CDs erfunden, miterfunden, die DVDs, den Opernfilm, aber auf der anderen Seite an jedem Projekt eisern und hart und sehr zurückgezogen gearbeitet hat. Aber hören Sie selbst. Er hat immer seine normale, ich kenne ihn seit ewig, seine, wie soll man diese Kopfhörer und seine Partitur. Oder eine ganz normale Schallplatte, aber er hat nicht gewollt, diese Überklang, Überschönheit in der Klang. Er wollte viel mehr zu der Root kommen und dann hat er produziert seinen Klang, den er wollte. Herbert von Karajan stellt man sich beim Proben als Meister der großen Geste und auch als Inszenator seiner eigenen Person vor, so wie wir es in den Bildern gesehen haben. Tatsächlich aber dirigierte er, und auch das hört man von den Berliner Philharmonikern nach heute, eher sachlich wie ein Automechaniker. Der Technikfreak, der Flugzeugfanatiker kam in die Proben und schraubte an den einzelnen Instrumenten wie ein Mechaniker. Das ganze Stück fängt doch in der ganzen Atmosphäre, in dem Beginn, doch langsam, schwer. Und deswegen sollte der erste Anfang nicht so mit einem Akzent kommen, sondern lassen Sie sich Zeit, spüren Sie, bis die Kontrabässe anfangen und dann den Akzent langsam hereindrücken und nicht hinschlagen, bitte. Warten Sie es ab, atmen Sie lang. Die Ära Herbert von Karajan lebt natürlich nicht nur von Herbert von Karajan allein. Er hat dirigiert mit Fritz Wunderlich, mit Luciano Pavarotti und natürlich mit Christa Ludwig. Die große Christa Ludwig, ich habe sie angerufen und sie gefragt, wie denn ihre Erlebnisse mit Herbert von Karajan sind. Also er hat gefragt am Anfang das Orchester, weil die Orchestermusiker sind ja Monster. Die hat gesagt, also haben Sie alle genug Platz? Nein, wir haben noch nicht genug Platz, also da wird gerückt, die Stühle und so weiter, so. Zieht es irgendwo? Ja, es zieht. Also wurde nachgeschaut, dass es jetzt das nichts zieht. Haben Sie genügend Licht? Nein, natürlich haben wir nicht genug Licht. Und bis dann, und dann war, ist jetzt alles in Ordnung? Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Und dann fing man an zu probieren. Was ist geblieben von Herbert von Karajan? Sicherlich unglaublich viele Musiker, mit denen wir noch heute zu tun haben. Evgeny Kissin, Anne-Sophie Mutter,
auch Christian Thielemann, der bei ihm vorgespielt hat. Musiker, die er gefördert hat, Sergei Osawa, Frau von Karajan hat mir erzählt, er kam einmal aus Tokio mit einer Akupunkturärztin, weil es Herbert von Karajan schlecht ging. Kaum ein anderer Musiker heute, ein großer Dirigent, fördert derart viele Stimmen, derart viele Instrumentalisten, die dann auch ihren Weg beständig in der Welt der Klassik gemacht haben. Herbert von Karajan 2008. Es wird die Auseinandersetzung mit einem Klangideal sein, das mit Sicherheit veraltet ist oder gerade wieder modern. Wir werden genauer zuhören, wir werden uns unsere Meinung bilden, aber es ist natürlich auch das Jahr der Erben und ihrer Musik. Wir werden Anne-Sophie Mutter, Thielemann, Kissin, Osawa anhören und schauen, ob sie sich emanzipiert haben vom Klang Herbert von Karajans, der uns nach wie vor eine, auf jeden Fall, der opulentesten 5., 9. und 3. Sinfonien von Beethoven geschenkt hat. In diesem Sinne, es wird das Herbert von Karajan-Jahr, wir werden es verfolgen. An dieser Stelle erstmal ein frohes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr. Ihr Axel Brüggemann.